Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück hier zu Nerim. Beim letzten Mal hatten wir ja genau hier aufgehört. Ich denke mal, da in der Halle wird es schwer sein, dass wir hier ja finden wollen. Und ich bin schon mal sehr gespannt, was dann noch als nächstes kommt. Also lasst uns mal weitermachen hier. Wir haben es geschafft. Nun, Narazul Arantial, sammelst du die Bruchstücke deiner Vergangenheit zusammen? Arkt. Ich hatte eigentlich gehofft, dich nicht mehr sehen zu müssen. Ich wollte mich nur mal wieder in Erinnerung rufen, da das Gespräch zwischen der Kleinen daneben dir und mir in Advent letztlich so abrupt enden musste. Und natürlich bin ich neugierig, ob du erfüllst, was du begonnen hattest. Denn dass die Aristokratie der Lichtgeborenen endet, liegt ja auch in meinem Interesse. Fein. Dann bewege deinen hochehrwürdigen Hintern woanders hin und lass mich das Schwert nehmen. Gerne. Schließlich kann ich meinen Hintern frei bewegen. Mit deinem jedoch könnte das Schicksal noch allerlei vorhaben. Elender Schwätzer. Endlich. Jetzt sind wir wieder eins. Celara, mein Herz. Jetzt kann die Freiheit ihren Siegeszug durch dieses Land beginnen. Unter diesem Schwert werden die Lichtgeborenen fallen und ihr unsterbliches Blut vergießen. Okay, krass. Gleich am Anfang der Folge hier schon so eine übelste Wendung. Der Arkt kam erstmal hier noch aus dem Nirgends. Die beiden, die mögen sich ja heiß und innig, das haben wir ja an Arktwend schon gesehen. Und ja, er hat das Schwert an sich genommen. Sieht ganz lustig aus, der alte Schinken. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Er hat ja anscheinend Großes vor. Und ja, jetzt werden wir ihm erstmal aufschwatzen, dass wir das Bergkloster noch befreien müssen. Das Bergkloster. Ja, ich erinnere mich daran. Mersul hat es mir einst gezeigt. Dort hält sich also momentan der Orden auf und wird belagert? Gut, dann werden wir es befreien. Anschließend das Nordreich von Baratheons Truppen säubern und uns dann den Kanzler selbst vornehmen. Wenn dies vollbracht ist, sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Kommt, ich bringe uns in die Nähe des Klosters. Ja, ich konnte auch wieder nichts machen, genauso wie in dem Gespräch. Und auch jetzt kann ich nichts machen, weil Quest beendet, Seele des Schwertes. Nachdem wir das Schwert geborgen hatten, wirkte Arantial einen Zauber, der uns zum belagerten Bergkloster brachte. Okay, wir sind voll geheilt. Alles klar, Leute. Dann mache ich hier einen Save und dann geht's los. Oh, was? Der hat die mit einem Schlag hat er die erledigt? Ich fass es nicht. Boah, was? Quest hinzugefügt. Der Anführer kehrt zurück. Arantial hat bewiesen, welch unglaubliche Macht er besitzt, indem er eine ganze Truppe von Soldaten mit einem Schlag aus dem Weg geräumt hat. Nun stehen nur noch wenige Gegner zwischen dem Kloster und uns. Mit den restlichen werden wir auch so fertig. Oh. Arantial, sorry, aber du hast mich gerade aus dem Leben gepeitscht. Nur mal zur Erinnerung. Alter, gibt's das denn? Gut, dass ich hier nochmal gespeichert hab. Da sind die Soldaten des Kanzlers. Pass gut auf, was ich mit ihnen anstelle. So. Mit den restlichen werden wir auch so fertig. Er hat mich erstmal mit seinem Zauber aus dem Leben geholt. Ey, ich fass es nicht. Ja, wart mal. Erstmal looten, ne? Ah, scheiße, zu schwer beladen. Geht das wieder los hier?
Ah, scheiße, wir können nicht mehr so viel tragen, ne? Das ist ja schon wieder ätzend. So, ich guck mal, ob wir da was im Petto haben. Ich glaube, ich hatte da noch so eine Rolle, ne? Ja. Immer noch? Scheiße, sind immer noch zu schwer beladen, fuck. Kampfmagier war da auch noch mit dabei. Ist ja lustig. Gut, Rest können wir nicht mitnehmen. Und jetzt geht das hier weiter. Er ist ja schon gut dabei, sagt er. Oh. Ja, gut, denn. So. Die machen keinen Ärger mehr. Das erst ist schön. Jetzt im Kampf gegen diese Bastarde, verschmolzen mit dem Seelenschinder, ist mir wieder klar geworden, was Freiheit bedeutet. Oh, sie fühlt sich gut an nach Jahrhunderten der Gefangenschaft. Der Sieg unserer Sache liegt nicht mehr fern, seid euch dessen gewiss. Nun wendet sich das Blatt zum Guten für den Orden und zum Schlechten für die Lichtgeborenen. Und für unseren hochgeschätzten Kanzler Baratheon, dessen Kopf soeben die letzten Stunden auf seinem Körper genießen darf. Und nun kehre ich zu meinen Streitern zurück. Er geht gut ab, sagt er. Er hat richtig Bock. Hä? Scheppert das denn? Sattle uns die Pferde. Wie ihr wünscht, Herr. Boah, ist ein arroganter Pinsel, ey. Narazzul Arantial ist zurückgekehrt. Seid mir willkommen. Callisto, ihr seid momentan der Anführer des Ordens? Nun, dann werde ich diesen Titel jetzt von euch übernehmen. Ich gebe ihn euch gerne. Endlich sehen wir ein Licht am Horizont. Eure Ankunft verheißt Hoffnung. Genug jetzt des Geschwätzes. Wir müssen uns nach Cavaed aufmachen. Zu den Pferden! Wie ihr wünscht. Ja, jetzt bleibt mal ruhig hier. Schnell noch speichern. Ich will erstmal hier was ablegen. So, Stab, Eisenpfeile. Mann, das geht ja falsch. Schlag auf Schlag hier. Ich komme hier gar nicht so schnell hinterher. Den ganzen Kram hier loszuwerden. Tut mir ja leid, Leute, aber ich befürchte, wenn ich jetzt noch 5 Sekunden länger warte hier, dann kann ich wieder nichts mehr machen. Und ihr seht das ja, wie hart ich schon wieder überladen bin. Wir haben ja nämlich die ganzen Sachen von
von Baratheon hier auch noch drin, was wir alles da in seinem Schloss da eingesammelt haben. Deswegen, also schleppen wir die ganze Zeit schon mit hier. Bis ich den erstmal los bin, den Schädel, muss ich dann bei Gelegenheit mal wieder rauswerfen. So, okay, jetzt sieht das so schon besser aus. So, und hier sieht das leider etwas unschön aus. Die rennt schon vor. Dann können wir jetzt hier noch den Einsammler machen. Jetzt haben wir wieder Platz. Ja, da müssen wir dann wohl mit, ne? Uiuiuiui, Leute. Schlag auf Schlag geht das hier. So. Ah, hier liegt nur eins. Los jetzt, nach Kabaret! Er nimmt den weißen Toppen. Ja, da muss ich wohl mein Pferd auch holen, ne? So. Ach, hä? Er kommt nicht mit, aber er hat sich doch auch einen Toppen da gesattelt. Okay. Oder sollte der für mich sein? Der sollte wohl für mich sein, wa? Ich hab mein eigenes Pferd. Uiuiuiuiui. Wo will er denn hin? Er ist genau so ein Bergsteiger, wie ich sagte. Ah ja, er nimmt eine Abkürzung, sagt er. So, so. Geil, im Trupp nach Kabaret. Ich fass es nicht. Ah, eine Sache können wir noch mal machen. Ich glaube, ich habe hier immer noch meinen. Den nehmen wir mal. Ach so, nee, was, das hatte ich gerade. Dann nehmen wir noch mal den. Zack. So. Boah, ist das Bombe, ey, dass wir hier noch so eine Tour machen. Mit ihm und wo ist Callisto abgeblieben? Den kann ich gar nicht sehen. Wo ist er denn jetzt hin? Hier, ne? Ah, er wartet denn auch immer so theoretisch. Könnte man die Pflanzen hier jetzt einsammeln? Mache ich aber nicht. Mache ich ein anderes Mal denn noch. So. Ich bin echt gespannt, was es jetzt in Kabaret gleich erwartet. Taranor wird bestimmt aus dem Häuschen sein, dass wir da ankommen. Oha, hier liegen überall schon Soldaten rum. Die haben hier aber aufgeräumt, ey. Mal wieder abspeichern hier. Das Spiel ist manchmal beim Reiten ein bisschen empfindlich. Ja, ja. So, Meister. Wohin? Hier lang, sagt er. Sag mal, warum liegen jetzt überall Soldaten? Was haben die denn hier gemacht in der Zeit, wo wir unterwegs waren? Ist ja irre, ey. Ich sehe nur Loot die ganze Zeit. Ach, da ist Callisto. War eigentlich klar, dass er den weißen Schimmel nimmt. Also den Schimmel nimmt, ne? Weißer Schimmel ist ja doppelt gemoppelt, aber... Ja, und da ist das Spiel abgestürzt. Ja, genau. Deswegen speichere ich so oft ab, Leute. Weil während des Reitens ist... Nerim doch manchmal recht zickig. Und
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch einmal öfter jetzt abstürzt. Na, mal sehen. Wir haben auf jeden Fall schon ordentlich FPS-Einbrüche hier. Aber wie gesagt, das passiert bei so Reitpassagen öfters mal. Da scheint das Spiel dann doch relativ... empfindlich drauf zu reagieren. So, Meister. Da sind wir. Quest beendet. Der Anführer kehrt zurück. Wir erreichten wohlbehalten Kabaed. Hier sollen wir absteigen. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das dort vorn auch schon der große Taranor selbst sein. Oh, da kommt er ja. Gesegnet sei diese Stunde. Narazul Arantel kehrt zurück. Des Kanzlers Untergang reitet in meiner Stadt ein. Der Kühne war erfolgreich. Taranor, ich hörte, ihr habt euch gegen den Kanzler gestellt und euch unabhängig gemacht. Sehr löblich. Auch wenn die vielen Fahnen mit eurem Banner hier nicht viel Positives über euch vermuten lassen. Ich bitte euch, ein wenig Brimborium und Protz hier und da schadet meiner Herrschaft gewiss nicht. Doch wir sind nicht zum Plaudern hier. Mein Reich ist noch immer vom Feind besetzt und ich habe nicht genügend Soldaten für einen umfassenden Gegenschlag. Und auch nicht genügend Demut. Das Blatt wendet sich aber. Die Kunde von eurer Befreiung hat sich wie ein Lauffeuer im Land verbreitet. Und siehe da, es kommen stündlich gerüstete Krieger der Eterna in die Stadt, um sich euch anzuschließen. Ja, das ist mir bekannt. Jetzt sagt endlich, welche Orte noch erobert werden müssen, damit ich bald nach Erotin aufbrechen kann. Gewiss, der Feind ist aufgrund meiner Zermürbungsangriffe bereits nervös geworden und hat sich in der Burg Darlan und dem Dorf Mordram zusammengerottet. Wir werden beide Orte gleichzeitig erobern müssen. Dann gehe ich mit meinen Eterna nach Mordram. Ihr und Callisto könnt euch die Burg vornehmen. Danach schließen wir uns an der Pforte zum Nordreich wieder zusammen. Mit Vergnügen. Damit werden meine Soldaten ohne Probleme fertig werden. Ihr könnt euch entscheiden, mit wem ihr mitgeht. Entweder mit mir oder mit ihm, aber eines davon müsst ihr tun, denn wir brauchen jeden Schwertarm. Geil, Quest hinzugefügt, die Befreiung. Die letzten Kanzlersoldaten haben sich laut Taranor nach Mordram und in die Burg Darlan zurückgezogen. Während Taranor die Burg zurückerobern wird, werden Arantheal und seine Eterna sich das Dorf vornehmen. Er meinte, ich könne mich entscheiden, welcher Gruppe ich mich anschließe. Ja. Alles klar, dann muss ich jetzt einen von beiden hier ansprechen oder wie ist jetzt hier die Situation? Ja, also ich würde so spontan aus dem Bauch heraus mit Taranor mitgehen. Arantheal haben wir ja gesehen, der macht einmal so und einen Feuerschlag und die Soldaten sind alle fertig und platt. Und ich möchte mir eigentlich ganz gerne noch ein paar EP verdienen. Und denke mal, Eterna-Kriegerin ist ja geil. Ach, geil, Leute, das sind Eterna. Genau, ich möchte mir gerne noch ein paar EP verdienen. Und dementsprechend würde ich mit Taranor mitgehen, weil ich glaube, dass das wahrscheinlich auch schwerer sein wird. Arantheal zu befreien war eine Meisterleistung. Und nun werdet ihr zusammen mit mir Burg Darlan erobern? Ja. Das ist dein Wort. Los, kommt. Ich werde euch und die Soldaten dorthin führen. Arantheal wird gewiss gleich nach uns aufbrechen. So. Ja, Arantheal, mein Guter, ich hoffe, du bist nicht böse. Achso, da gehen wir zu Fuß hin. Schade, ich hätte gerne mein Pferd genommen. Aber gut, ist dann so. Bringt mir auch nichts. Ich kann mich ja auf mein Pferd setzen, das wäre sicherlich gegangen. Aber die sind ja viel langsamer. Ich muss dann so oder so auf die warten. Macht also keinen Sinn. Ich muss auch immer aufpassen, nicht zu weit vorauszurennen, weil die warten ja. Der wartet ja denn immer. Ja, ich hoffe, Narazul Arantheal ist uns jetzt nicht böse, dass wir jetzt mit Taranor mitgehen. Aber ich muss auch sagen, Taranor ist zwar auch so ein kleiner Spinner,
Aber ich muss sagen, er ist mir tatsächlich noch ein Ticken sympathischer. Also Arantial, finde ich, der übertreibt das immer ganz schön mit seiner Arroganz. Also schon diese arrogante Pinselart, da ist mir manchmal schon so ein bisschen zuwider. Oder sagen wir mal so, wie er jetzt auch bei Taranor hier in eine Burg einmarschiert ist und gesagt hat, ja, überall deine Banner und so und was laberst du und so. Bin ich seiner schon wieder so ein bisschen überdrüssig, muss ich sagen. Ja, Taranor lässt es auch so ein bisschen raushängen. Ist auch irgendwo stolz da auf seine Banner, aber ja, mein Gott, hat halt immer noch so ein bisschen Witz, finde ich, in der Stimme. Narazzo Arantial ist dann eher so der abgebrühte Vogel, finde ich. Kalkül, kalt, blütig auch, überheblich, ne? Also das ist schon, ja. So, ich zück schon mal hier. Um das Tor kümmere ich mich. Na, dann mach auf. Graf von Dalan. Marsch nieder für unsere Freiheit. Ja, ich gehe vor, Leute. Und ihr kommt dann einfach mit mir mit, ne? So machen wir das. Burg Dalan, da oben. Und wir pfeffern gleich alles rein, was wir haben. Wir müssen hier den gleich ausschalten. Zack. Hier gleich der nächste. Muss immer aufpassen, dass wir denn die anderen auch nicht treffen, ne? Das ist nämlich immer so ein bisschen die Scheiße. Wie, ich krieg dafür gar keine EP? Ich habe bis jetzt noch gar nichts gesehen. Ach, sag mal. Los, in den Burgfried. Ja, so gutes Loot haben die jetzt, sag ich mal, nicht dabei. Oh doch, hier mal. Ja, ich würde mal sagen, was sein muss, muss sein, ne? Also, warum das gute Zeug hier liegen lassen? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ging schnell. So. Was geben wir dem Guten denn zurück? Den. So, ne? Okay. So, dann können wir bei der Gelegenheit... Haha, wir haben keine Hämmer mehr. Ist ja der Knaller, habe ich schon ewig nicht gehabt. Ach so. Hahaha. Schade, so hätte ich mir mal eben schnell welche hergestellt. So, er hat gesagt, zum Burgfried. Das ist eigentlich nicht der Burgfried, das ist eigentlich hier oben. Ich habe eigentlich immer gedacht, der Burgfried ist denn der Turm, aber vielleicht ist es trotzdem hier gemeint. Gucken wir mal. Ja. Alter, lass mich doch mal weg hier, Mann.
Nein, blutbehaftet. Wen habe ich denn da jetzt schon wieder umgebracht? Scheiße, muss ich noch neu laden, ich Vollidiot. Oh, Leute, ey. Ich hab das auch immer, ne? So, jetzt aber. Wir machen das wieder. Dieses Mal ist es ein bisschen schlauer. Nee, das sind alles unsere Leute. So. Nein, einer von uns. Zwei von uns sind auch weg. Schon wieder blutbehaftet. Das gibt's doch gar nicht, sag mal. Ich habe die Burg zurückerobert. Wir waren siegreich. Ihr habt einmal mehr bewiesen, was ihr wert seid. Und ich will großzügig sein. Burg Darlan sei ab diesem Moment euer Eigentum. Ich schenke sie euch. Und ihr könnt euch in den Gemächern einrichten, wie es euch beliebt. Nun aber werde ich nach Kabai zurückkehren und aus den Ruinen dieses Reiches etwas erschaffen, das nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Wir werden uns gewiss wieder begegnen, Burgherrin von Darlan. Lebt wohl. Ich schicke ein paar Leute, die diese Schweinerei hier wegräumen. Was? Was ist das für eine lustige Wendung? Das gibt's ja gar nicht. Ja, und dieses Mal ist nur einer irgendwie. Leibwächter Taranors. Oh, was? Ja, jetzt frag ich mich gerade, Leute, ob man das verhindern kann. Endlich ist das erledigt. Nun kommt. Wir wollen uns mit Arantial an der Pforte des Nordreichs treffen. Je schneller wir von diesem unverbesserlichen Egomanen Taranor weg sind, desto besser. Ich bin schon gespannt, ob Kim die Bauern gegen den Kanzler aufwiegen konnte. Naja, nun warte mal hier, ne, Kollege, Scheiße, den hat das jetzt doch erwischt. Oh, die Ereignisse überschlagen sich hier gerade. Ich mache mal schnell einen Save und dann mache ich meine Abmoderation, denn die Zeit ist schon wieder mega rum. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ja, gut zweimal neu geladen, weil ich ja immer dieses Blutbehaftet da irgendwie angezeigt bekommen habe. Das wäre ja ein Mord. Das wollen wir ja nicht. Beim letzten Mal sind immer mehrere von Taranors Leuten umgekommen. Dieses Mal nur sein Leibwächter, was mir auch schon leid tut. Aber ich weiß halt nicht, ob man das verhindern kann. Oder ob das zufallsgeneriert ist irgendwie. Ja, Leute, da haben sich die Ereignisse sowas von überschlagen. Krass, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, war auf jeden Fall doll. Ja, und ich bin gespannt, wie das hier noch weitergeht. Also, das nimmt ja richtig Fahrt jetzt auf hier. Und ja, ich bedanke mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. War wieder eine Top-Folge. Richtig geil. Geht gut ab und ich sag mal bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder spannend weitergeht. Ciao!